Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und unser Fabian Goßler. Der Bürgermeister hat alles auf eine Karte gesetzt und in gewisser Weise selbst sein eigenes Leben hier mit aufs Spiel gesetzt, denn er führt diese Armee jetzt an, die hier den Öresund überquert. Hochgradig riskant versucht hier die dänische Armee zu besiegen. So, jetzt werden wir Folgendes tun. Nein, wir werden jetzt gar nichts mehr tun. Wir werden die Zeit weiterlaufen lassen, aber ganz langsam. Wir werden das jetzt zelebrieren, das Ganze. Und wenn der Monat um ist, dann werden wir noch 3. September. Dann werden wir nochmal unbedingt den Berater austauschen. So. Oh Gott, oh Gott. Okay, minus 52, minus 7,63. Jetzt kommt noch ein neuer Mann. Ich hoffe, die Moraländerung wird dann auch sofort berücksichtigt, wenn Valentin Merck jetzt hier unser Berater ist. So. Oh Mann, 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 Mann. Nein! Wieso? Wir haben doch das Monatsende. Oh nee, müssen wir jetzt noch einen Monat warten? Können wir? Wir können nicht mehr zurück. Wir können nicht mehr zurück. Das war vom Timing jetzt nicht gut. Buh, 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 buh. Dann wollen wir mal Daumen drücken, dass es auch so irgendwie klappt. Ach, verdammt. So, wir greifen den Feind an. Und jetzt wird es interessant, Leute. Wir haben aber eine bessere Moral, das muss man schon mal sagen. Der Gegner hat 2,47 und wir haben 3,59. Das ist schon ein gehöriger Unterschied. Allerdings hat er mehr Kavallerie. Hier auf Ebene ist das sogar ein Vorteil. Puh. Und Goßler macht seine Sache im Moment nicht ganz so gut. Also gehen wir das mal langsam voran. Das wird jetzt sowas von entscheiden. Wir verlieren 300. Aber jetzt zieht Goßler ab. Jetzt läuft es ganz gut. Ein Putt ist immer gut, weil der Gegner dann deutlich mehr Moral verliert. Beziehungsweise bei schwächerer Moral ist es okay, wenn wir gleich stark sind. Das sieht gut aus. Goßler scheint... Wahnsinn. So, wir wurden erstmal in Schweden entdeckt. Das ist aber kein Problem. Aber diese Schlacht ist tatsächlich gewonnen worden. Wer hätte das erwartet? Wer hätte das erwartet? Der Gegner muss fliehen. Die Frage ist, ob er jemals jetzt hier noch zurückkommen wird auf Seeland. Und die nächste Frage ist, können wir es uns schon erlauben, hier die Söldner abzuspalten? Wie viele sind denn da noch übrig? Das sind noch 4. Offenbar. Ja, ich glaube, das können wir uns erlauben. Ah ne, 5 sind es doch. 3300. Ja, komm, das machen wir. Wir müssen das einfach... Es ist zu viel für uns. Die schicken wir nach Hause. Geht nicht, aber die können wir dann erstmal darüber schicken. Und dann nach Hause schicken. Oh, 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 Leute, 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 Leute. Das hat aber erstmal geklappt. Das war super wichtig. Jetzt nur noch die Belagerung gewinnen. Und dann stehen wir ganz gut da. Dann hat Goßler alles richtig gemacht, wie es aussieht. Und das ist so verwunderlich, dass die jetzt da über den, über diese, wieso dürfen die da rübergehen? Die können natürlich hier uns unten jetzt hier erledigen, aber das ist egal. Wenn wir Seeland belagern, dann ist alles gut. Die können das von mir aus auch zurückerobern. Kein Thema. So. Die schicken wir jetzt nach Hause. Oder warte mal, wir machen was anderes. Wir legen die einfach zusammen und dann können wir uns eigentlich die leisten, oder? Die können wir auch zusammenlegen. Wie viel sind wir jetzt beim Limit? Dann sind wir bei 4 über den Durst. Wir müssen minus 5,7. Ne, es ist zu viel. Das ist zu viel. Du kommst weg. 2 kommen weg. Okay. Minus 2, das geht. Das ist hier die Nottruppe, die falls er zurückkehrt, dann nochmal angreifen wird. Sie werden auch ein bisschen... sie bekommen ja auch Verstärkung, das ist schon in Ordnung. Da steht 28. April. Offenbar kommt er da doch nicht rüber. Also das mit diesem Sperren der Seewege, das ist irgendwie funktioniert das hier nicht ganz so, wie es soll. Aber bei mir soll es jetzt in diesem Fall mal recht sein. Weil jetzt sieht es ja so aus, als hätten wir alle Trümpfe in der Hand, wenn ich das mal so sagen darf. Wir können aber hier eine neue Mission wählen. Der Feind unseres Feindes. Es geht um Braunschweig. Wir sollen 100 Beziehungen bekommen. Kriegen Prestige und diplomatische Macht. Wir brauchen jetzt wirklich
jeden diplomatischen Einfluss, den wir haben können. Das ist sogar, glaube ich, möglich. Deswegen machen wir das mal. Worum geht es hier eigentlich? Feind unseres Feindes? Oh, es geht wahrscheinlich um Köln. Okay. So, da haben wir es. Seeland ist in unserer Hand. Oh Mann, das ging ja wirklich jetzt rucki-zucki. Wir haben 60%. Jetzt können wir auch hier direkt noch hinterher und die restlichen uns holen. Kommt es jetzt da eigentlich zur Schlacht? Nee, eigentlich fliehen die ja, ne? Ja, okay. Jetzt ist die Sache gegessen. Die können wir jetzt nach Hause schicken. Dann sind wir nicht länger. Dann sind wir im Plus. Ja, komm, jetzt reizen wir das hier richtig aus. Mal schauen, was sie uns noch anbieten können. So, das ist besetzt. Und es kommt tatsächlich nochmal zur Schlacht. Okay, alles klar. Kapier ich zwar nicht ganz, warum, aber. Ja, und natürlich auch zur Seeschlacht, weil da die Galeeren noch drin lagen. Also eine Doppelschlacht. Ich hoffe, Gößler macht jetzt seine Sache ebenso gut. Aber die Moral des Gegners ist ja so weit unten. Das sollte noch eine reine sein, oder? Na, was macht ihr hier? Ah, jetzt sind sie völlig vernichtet. Das ist ein schwerer Schlag. Aber es gibt Freiheitsbestreben. Warum das? Wegen unserer reduzierten Stärke könnte das sein? Weil wir jetzt weniger Leute haben. Das ist natürlich ein Thema. Ja, wir sind jetzt natürlich deutlich unter dem Limit. Da müssen wir eigentlich relativ schnell nachbauen, um das zu kompensieren. Obwohl, 14-14, es ist die Ist-Stärke, die jetzt hier reinschlägt. Ich weiß gar nicht so genau. Jetzt sollen die mal uns hier nicht abspenstig werden. Das wäre noch ein Ding. So, lass uns jetzt noch schnell Lolland nehmen und dann ist die Sache endgültig geritzt. So. Auf die anderen Provinzen verzichten wir jetzt mal. Wir haben 65%. Alles gut. Wir können jetzt noch weiter warten. Kriegsstand würde immer weiter steigen. Aber ich denke, unser absolutes Ziel ist in Reichweite. Ja, es ist es. Wir können es eigentlich direkt schon mal an Mecklenburg geben, oder? Können wir das so machen? Ja, das geht. Sehr schön. Nochmal das Ganze. Also, Seeland an Mecklenburg. Oh, das ist sogar ein geringerer Kriegswert, weil die dort einen Anspruch hatten, vermutlich. So, und was machen wir jetzt? Also kein weiteres Land, das ist klar. Gibt es noch irgendwas? Wir können sagen, Kernprovinzen in Holstein aufgeben. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was sie da in Schweden wollen, das interessiert uns nicht. Da sind sogar ein paar Konflikte nicht schlecht. Wir könnten Norwegen entlassen, aber ehrlich gesagt, das macht keinen Sinn, das schluckt sich Schweden noch. Sie können noch irgendwelche Verträge auflösen. Das bringt natürlich Prestige, Rivalität mit Brandenburg oder mit uns zu beenden. Das wäre noch was. Ansprüche aufgeben auf Danzig, auf Lübeck. Ja, die könnten sich dann relativ schnell wiederholen. Erniedrigen wäre was ganz in meinem Sinne. Das funktioniert nicht. Kriegsreparationen ist durchaus. Guck mal, wir haben ganz viel Geld ausgegeben. Das sollten wir machen. Das sollten wir machen. Und wenn das noch möglich ist, wie viel Geld haben Sie eigentlich? 97? Das versuchen wir uns auch noch zu holen. Ja, wir können noch ein bisschen was tun. Dann sollen Sie mal die Rivalität mit uns aufgeben. Das geht nicht. Okay, ich glaube, dann begnügen wir uns damit, ja. Sehr schön. Forderung senden. Und dann ist das wirklich ein großer Moment, Leute. Die Eroberung von Seeland ist gelungen und damit ist Goslar nun wirklich in die Geschichte eingegangen. Mit dieser Harakiri-Aktion hat er hier wirklich Wahnsinniges geschafft. So. Sehr, 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 sehr schön. Seeland ist mecklenburgisch, also Kopenhagen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Das bringt natürlich jetzt einen absoluten Schub für Mecklenburg. Das ist so ein bisschen ein Problem jetzt. Überhaupt, ob wir das jetzt kompensieren können, ist eine kritische Frage.
Wir können auf jeden Fall noch deutlich mehr bei den Beziehungen machen. Das müssen wir unbedingt tun. Jetzt sofort möglichst. Erwin Schumann, du gehst mal hier hin. Und dann müssen wir selbst wieder stark werden. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Du kommst jetzt erstmal. Nein, bitte nicht diesen Weg. Wo können wir hin? Ja, du kannst ja hier hingehen. Das sollte gehen. Wo ist unsere Transportflotte hin? Hier. Dann müssen wir das jetzt per Hand machen. Bitte in Seeland mal landen. Und dann teilen wir die Armee und dann gucken wir uns nachher gleich mal den dazugewonnenen. Was ist jetzt passiert? Goslar ist gestorben. Das kann doch nicht wahr sein. Vermutlich ist er in der Schlacht, in diesen Schlachten verletzt worden. Ich kann es mir nicht anders erklären. Er ist tot. Unfassbar. Wir haben eine neue Wahl. Wir gucken mal kurz, wie die Fraktionen hier verteilt sind. Hier, wir wollen ja immer über 10% kommen. So. Dann muss ich jetzt mal meinen Würfel raussuchen hier. Es sind erneut die Aristokraten, die hier etwa die Hälfte haben, ein bisschen mehr. Das heißt, sie erhalten dann Würfel wo 4, 5, 6. Der 1 und der 1, 2. So machen wir das. 2, 3. Und ich würfle eine 1 und unfassbar, die Gilden sind wieder am Zuge. Ein bürokratischer Kandidat, Martin Jarchow, die Handwerker. Vielleicht war den Lübeckern dieses ganze Kriegerische, dieses Riskante, dieses alles auf eine Karte setzen, diese Kreditaufnahmen, das war denen alles zu viel. Deswegen haben sie sich jetzt für so einen entschieden. Oh Mann, diese große Stunde und dann stirbt er. Ist das zu fassen? Was für eine Dramatik. Martin Jarchow ist neuer Bürgermeister. So, wir müssen jetzt hier erstmal auf die Schiffe. Dann machen wir das eben auf dem Weg, wenn die ansonsten zu Fuß gehen wollen. Und wir müssen jetzt erstmal irgendwie radikal sparen. Wobei, wir könnten eigentlich gleich mal die Darlehen tilgen, 84, dann sind wir das los. Dann brauchen wir, ich weiß, wir müssen die Zinsen trotzdem zahlen, aber gedanklich ist das dann einfach weg. Ein gutes Gefühl. Die Armeen reduzieren wir erstmal ein bisschen und das wär's dann. Beziehungsweise die Festung, die bezahlen wir jetzt auch nicht weiter. Haben wir noch irgendwas, wo wir Geld ausgeben, was wir vermeiden können? Nee, 4,26. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Jetzt kommt auch wieder die Flotte zurück. Und dann gucken wir mal auf den Handelseinfluss, wie sich das ausgewirkt hat. Ja, aber das mit dem Freiheitsbestreben ist natürlich ein Thema nach wie vor. Also das ist der heikle Punkt an diesem ganzen Plan. Das ist schon fett gewesen, zumal das ja auch eine wirklich wahnsinnig entwickelte Stadt ist hier, Kopenhagen. Mit 30, vergleichen wir es mal mit Lübeck, hat 36, also schon heftig. Überhaupt können wir mal die Entwicklungen vergleichen. Jetzt von den großen Städten. Paris hat 39, London hat 42. London ist möglicherweise eine der größten Städte hier. 33, was hat Venedig? 33 auch. Was haben wir noch? Genua 30 und Florenz 29. Ja, es scheint mir ganz so, als würde London derzeit die größte Stadt sein. Alle anderen spielen, glaube ich, keine Rolle. Wir gucken mal spaßenshalber auf Stockholm, aber das. Oh, 31 ist auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Auf jeden Fall spielt Kopenhagen da mit und das hat natürlich gravierende, gravierende Auswirkungen. Ja, wir müssen durchaus auch wieder stärker werden. Rechtschaffen ist er. Seht ihr? Das genaue Gegenteil zu dem Goslar. Mal gucken, wie weit er damit kommt. Auf jeden Fall bringt das republikanische Tradition für ihn ein. So, haben wir jetzt unsere Soldaten, die haben wir alle zurück. Wir können dementsprechend dann auch unsere Flotte wieder aufteilen. Richtig, da sparen wir auch nochmal Geld. Die Dickschiffe, die kommen nach Hause, werden eingemottet und die anderen kommen wieder, bekommen Missionen. Ja, damit kann man sie losschicken. Handelsschutz in Lübeck. Gut. Das sollte jetzt aber Geld einbringen. Die drei werden wir dann gleich nochmal stilllegen und dann gucken wir mal auf die Handelskarte, wie es jetzt aussieht. Wir sind bei 48%. Ich hätte doch mal gucken sollen, wie es vorher war.
Ich hoffe, es ist relevant. Wir gucken. Nein, jetzt ist es hoch. Jetzt ist es erst hochgegangen nach Monatsende. Schaut mal, 53%, 5%. Das ist schon heftig. Und wir sehen, wir erhalten jetzt von Mecklenburg 49,7. Und da ist eben ein großer Anteil, kommt jetzt hier von Seeland. Sehr, sehr, sehr schön. Gut, was heißt das für die Bilanz? 20,28. Ich glaube, das sind also mindestens 1,5 oder ein Goldstück mehr im Monat. Das ist schon ordentlich. Okay. Mensch, wer hätte das gedacht, dass die Operation tatsächlich so erfolgreich endet? Dänemark hat jetzt natürlich die Hauptstadt verlegt hierhin, was ganz praktisch ist für uns, falls mal wieder da Kriege zu führen sind. Und sie sind ja, sie haben uns nicht mehr als Rivalen. Okay, gut. Ich denke mal, wir brauchen jetzt mal eine kleine Erholungsphase, wo wir auch ein bisschen finanzielles Polster uns anfüttern. Wie sieht es eigentlich aus mit der nächsten diplomatischen Idee? Können wir größere Handelseffizienz durch nationale Handelspolitik? Sehr schön. Das machen wir dann auch. Okay. Durch die Festsetzung einer nationalen Handelspolitik können wir unsere Präsenz in der Wirtschaft steigern und die Effektivität unseres Handels erhöhen. Jetzt haben wir ja gerade mal geguckt, wie wir waren. Oder wir gucken jetzt mal 20,28. Mal schauen. Oh, 21,68. Das hat ja wirklich gleich durchschlagenden Erfolg gezeigt. Hervorragend. Sind wir jetzt eigentlich richtig aufgestellt mit unseren Truppen? Wir haben 14. Ja. Ich glaube, durch den anderen Berater hatten wir 15. Die Frage ist, ob uns das genügt. Das war ja... Ach ja, das ist ja wieder das Thema Freiheitsbestreben. Deshalb hatten wir ja den anderen. Ich erinnere mich. So, wie ist denn das? Beziehung, seid ihr jetzt dabei? Ja, die sind dabei. 67%. Wollen wir den Berater nochmal wieder wechseln? Ist so einer überhaupt möglich? Ja, tatsächlich. Wilfried Schmidt ist hier. Ja, kommt, hilft nichts. Wir brauchen ihn. Das ist schon wichtig. Diese eine Armee macht einiges aus und wir holen uns, ja, ich glaube noch einen Fußsoldaten. Ne? So, mal schauen, wie sich das wiederum aufs Freiheitsbestreben auswirkt. Also ich meinte, wenn wir sie nicht unter 50 kriegen, bedeutet das, dass sie uns nicht in den Kriegen helfen. Und das ist schon relevant. Wobei, hier gegen Dänemark sind wir auch ohne klargekommen, das muss man auch mal sagen. Aber jetzt gerade mit dieser... Sie bekommen ja vermutlich auch eine richtig größere Flotte, die Mecklenburger, durch die Aktion. Ja. Oh ja. Das wäre schon ganz gut, wenn sie uns da helfend zur Seite stehen würden. Sachsen-Lauenburg haben wir schon bei 56%. Warum auch immer, wahrscheinlich durch dieses eine Regiment mehr, aber Mecklenburg... Naja, mal gucken, was über Beziehung zu machen ist. Ich weiß es nicht genau. Kriegsgrund, Beeinflussung, Kriegsgrund, Bündnis, okay. So, ich denke, erstmal ist alles wieder einigermaßen im Lot nach diesem aufreibenden Krieg. Können wir uns erstmal alle wieder beruhigen. Ist sonst irgendwas Interessantes in einem... Oh, das ist wichtig für uns. Was ist hier in Mainz los? Weil hier spiegelt sich ein bisschen darauf, dass wir noch es schaffen, Frankfurt wieder zu befreien. Verteidiger gegen Pfalz im Krieg, pfälzische Unterdrückung der mainzerischen Ketzerei. Ein Religionskrieg. Hm. Naja. Das wäre nämlich eigentlich die nächste Aktion, die ich im Blick habe, die Befreiung von Frankfurt. Dazu müssen sie natürlich ihren... Am 7. Dezember 1698. Ja, da haben wir noch ein paar hundert Jahre Zeit. Ehe Frankfurt da keine Kernprovinz mehr hat, das ist alles gut. Okay, und neue Technologie ist soweit. Das sollten wir auch tun. Die nächste Stufe hier in der Militärtechnologie. Wir hinken ein bisschen hinterher. Bringt Landmoral nochmal plus 1. Militärtaktik, Sturminfanterie. Das geben wir aus. Die Größe und Tiefe der spanischen Tercio
verlieh ihr auf dem Schlachtfeld Stehvermögen, machte sie aber langsam und schwer zu manövrieren. Außerdem führte es dazu, dass ein großer Teil der Truppen während der Schlachten inaktiv war. Moritz von Nassau, Statthalter der Niederlande, reduzierte die Gesamtzahl der Männer in der Formation, um sie mobiler zu machen. Ebenso reduzierte er ihre Tiefe, damit sie ihre Feuerkraft und Schlagfertigkeit behielt. Militärtaktik, Heeresmoral und neue Formen der Infanterie. Die werden wir dann auch noch gleich einsetzen. Jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Tja, Sturminfanterie, was passt besser? Direkte Nachfahren der gälischen Söldner. Nee, nehmen wir das hier, die Mauritius-Infanterie. Okay, Leute. Ja, Mensch, das ist ja wirklich ein Erfolg, dem man Goslar wirklich noch zuschreiben muss. Natürlich, wem auch sonst. Aber leider konnte er das nicht mehr genießen. Aber bekommen die Nachfolger die Sache mit dem Freiheitsbestreben hin? Das ist die große Frage der Stunde. Wir werden es erleben, ihr auch, wenn ihr dranbleibt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.